Moin moin und willkommen zu einer weiteren Folge Castle of Heart, exklusiv für diesen Nintendo Switch. Ja, wir gehen jetzt in Kapitel 4 rein, Kapitel 1, Abschnitt 4 und versuchen jetzt, haben herausgefunden, dass der Zauberer uns gar nicht helfen kann. Aber er kennt eine alte Tante, die genauso alt ist wie der böse Zauberer, sozusagen. Und ja, die hilft uns hoffentlich. Geht's doch bestimmt rein. Schade, hätte ich jetzt gedacht. Ne, geht's nicht. Gut, hier brennt es. Kann durchgehen. Oh nein, war dumm. Oh nein. Oh nein, oh nein. Kann ich durch? Nein, noch schnell. Brenne ich nicht mehr ganz so viel, aber... Okay, hier kann man nach links und rechts laufen, wie man sieht. Typisch. Kann ich mal schnell rein gehen? Wieder raus? Hätte man auch noch reingehen können. Ärgerlich. Okay, hier sind einfach alles zerstört. Ist doch nicht schlimm, darf ich auch gerne zerstören. Ich verliere leider ganz viel Energie gerade. Ups. Hilft mir jetzt gerade überhaupt nicht hier, aber naja. Dumm dagegen zu sprechen. Oh. Oh. Okay, probieren wir nochmal. Auf ein neues. Auf ein neues, Lola. Eigentlich ja nicht so schwer. Oh, ich brenne schon wieder. Die Bombe da schon. Okay,
Nein! Wie dumm war das denn? Wie dumm war das denn? Naja. Eieiei, das ist aber auch gar nicht so leicht. Warum ist das Schreien sich schon? Okay. Passiert ja ein bisschen was, aber es ist nicht das erhoffte Spielfeeling, was sich hier einschleicht. Ach. Komm mal rein. Ach, guck mal, der mittlere, ey. Ich habe echt so viele schon verpasst wieder. Echt Wahnsinn. Naja. Oh, eine Truhe. Was mag sich darin verbergen? Ach, immer das Gleiche. So, und raus. Da muss man noch irgendwie reinkommen. Verloren. Was macht mich? Krieg ich den oben nicht? Krieg ich nicht. Noch weiter runter. Schau einer an. Eine Tür. Welche öffnet er? Weiter. Hören wir die mal auf, erst ist es.
Dann die hier. Okay, mit zwei Sachen kämpft es leichter. Alter, jetzt sah nicht aber ab hier, wa? So, jetzt haben wir bestimmt ein paar Geheimnisse vergessen wahrscheinlich, aber naja. Müssen wir da mal durch. Oh. Leuchtet da so, ich hätte gedacht, man könnte da rein. Da kann man auch. Ist er? Mein Gott, nur Türen. Na gut. Ach so. Das ist ja eine nette Spielerei. Hochkommen. So, dann hier hoch. Noch ein höher. Bisschen. Nein! Das war auch total dumm. Die Plattform wollte ja gar nicht runterfallen. Haben wir nicht gesehen. So eine feste Plattform. Boah, so blöd, man sieht die ja kaum. Und so, komm. Na gut. Das war auch lustig. Hier so drin. Ach, guck mal. Die und eine Trüchen. Machen wir nochmal auf. Yes! Okay. Bin ich ganz hoch? Ach so, okay. Sehr schön. Oh, er speichert. Auch nicht verkehrt. Schauen wir doch mal direkt ins nächste Abenteuer, würde ich sagen. Also, es tut mir leid, das sagen zu müssen, liebes 7-Level-Team. Aber ihr Spiel hat wirklich nicht viel zu bieten bis jetzt. Wirklich nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, wow.
Also wenn es ein Vollpreistitel gewesen wäre, hätte ich es definitiv nicht gekauft. Hätte keine 50 Euro oder 49 Euro. 15 Euro, auch das ist schon ein bisschen schmerzhaft, dafür, dass jetzt ich nichts geboten bekomme in dem Sinne. Aber jetzt habe ich es nun mal und dann werde ich es auch durchziehen. Den kann man nicht kaputt machen, okay. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Das für euch ein Spiel, was ihr kaufen würdet, sagt ihr euch, danke Sascha, dass du gespielt hast. Das ist doch kein Highlight. Oder das würde mich noch interessieren. Oh. Aber das schaffen wir. Müssen wir schnell sein. Ah, Mist. Gut ist, dass die Leute so eine unterdrückten Kampf ein bisschen. Wie auch eigentlich witzig ist. Wieder so ein Schrein, ne? Das ging aber schnell. Oh nein! Was war das denn? Wir müssen warten. Wir könnten uns auch abhauen, aber leider habe ich keinen Schuss. Kleine Rutschpartie. Aber wieder ein Schrein. Das ist immer cool, wenn die alle verbrennen. Oh, das ist eine Axt, die nehmen wir damit. Dann schlägt sich besser. Oh, hier los. Na okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller vielleicht. Naja, anspruchsvoller, ne? Aber schon ein bisschen herausfordernder, würde ich sagen. Gutes Timing gefragt, was ja aber gut geklappt. Na, oh, Gegner. Decke einmal mit hier unten nochmal. Noch ein paar mehr. Für die Speere. So. Den kriegen wir nochmal. Kann man so rüberhopsen? Das ging ja diesmal. Das ist auch echt blöd hier. Okay, das passiert ja was Schönes. Das ist gar nichts.
jetzt auch nicht super herausfordernd, gerade die Sprungeinlagen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das noch schwieriger wird. Also er läuft ja wirklich sehr langsam, dieser Ritter. Aber schwingen tut er ja wie ein junger Gott. Tarzan. Oh nein. Da redet er gerade von nicht herausfordernd und stürzt in die Tiefe. Oben oder unten rum? Wir gehen jetzt mal unten rein. Ist meine Lebensenergie jetzt größer, mehr geworden? Schein, ne? Oh, ich habe eine Truhe. Nehmen wir auch mit. Oh yes, Bomben, Bagger. Man muss doch noch mehr Sachen finden. Jetzt habe ich nur Bomben und Dings gefunden, aber ich habe auch noch 3 Slots frei. Da muss auch irgendwas sein. Also nicht so, oh, nicht so lange drauf stehen wie unser Witz. Das ist eng. Das ist jetzt eine enge Kiste, glaube ich. Aber Glück. Ah, okay. Muss man erstmal ein bisschen schwingen, ne? Gut, dass wir den Schrein erwischt haben. Nein. Und. Okay. Gar nicht so leicht. Wenn wir die Dinger da oben auch noch mitschwingen. Obwohl, naja. Verdammt, ne? So, aber hier geht's auch noch runter. Truhe nehmen wir noch mit. Ah, guck mal hier. Ich hab den letzten erwischt. Ich bin ein Held. Ja, die Geheimnisse müsste ich nochmal auf den Grund gehen, wenn es mich reizt, das ganze Spiel nochmal zu spielen.
Okay, los geht's hier rüber. Boah! Oh, eine Kiste wieder. Was bringen denn diese Pika da oben? Kommt ja nicht mal in die Nähe von eigentlich, oder? Man weiß es nicht. Okay. Ah, guck mal, die kann ich mitnehmen. Nicht so schlecht. Ja. Oh! Hey, das Ding noch rein. Das war eine enge Kiste. Obwohl, kann ich das abschießen? Nein, kann ich nicht. Okay, müssen wir überlegen, wie wir es am besten machen. Okay, warte. Klappt doch. Oh. Das wär's wirklich. Oh, warte, da unten ist. Nein! Da unten war noch ein Leben. Ich hab's gesehen. Da unten in diesem. Da war noch ein Leben drin. Schade. Sagen. Wir brauchen kein Leben verlieren hier. Oh. Da unten ist noch ein Leben, aber kriege ich wahrscheinlich gar nicht. Aber das kriege ich ja so. Alter, das ist aber ein bisschen ruppig hier. Alles lösen. Und zwar mit einem klaren Bombe. Haltet niemand. Blödes Viech, ey. Die Axt hier mit. Nehmen wir die Axt lieber mit. Thank you.
Ja, okay. Müssen wir hoch. Oh. Was war das denn? Oh. Shit. Das ist mal gar nicht mal so eine kleine Passage hier, wa? Oh Mann, ey. Das war jetzt wohl gar nicht intelligent. Okay, versuchen wir es anders. Wir jetzt hier. Das brennt ja auch noch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss nur die Energie holen. Oh, verärgerlich. Boah. So, probieren wir es nochmal. Ich weiß, es ist langweilig für euch zuzuschauen wahrscheinlich. Aber... Bomben müssen auch mal einsetzen. Oh nein! Wollte ich gar nicht, wollte das machen. Deswegen hau ich dem da meine Decke am Kopf. Bin ich bescheuert. Jetzt habe ich ein paar verloren, aber... Und jetzt trotzdem mal Leben durch hier jetzt. Okay. Sollten wir gucken. Super. Sind tot. Die nehmen wir mit hoch. Schau schon mal. Okay, müssen wir wahrscheinlich so oder. Ja.
Nee, gut, wir lassen das jetzt mal. Hey! Das kommt an, während ich hier gerade was mache. Das ist doch fies. Okay, wer ist er denn? Seid gegrüßt, Steinkrieger. Ihr müsst die Einladung zu meinen Spielen erhalten haben. Dies ist meine bescheidene Arena. Willkommen, willkommen. Okay. Was passiert in dieser Arena? Und jetzt? Bravo, welch Mut, welch Mumm! Mein Bürgermeister wäre stolz, würde er seine Arbeit sehen. Sprecht jetzt, wo ist der Zauberer? Ist der Typ da oben drin? Ihr werdet ihn hier nicht finden, er ist zweifellos zu seinem Schloss zurückgekehrt. Ihr werdet das nie erreichen. Werden wir sehen. Jetzt? Eure Tapferkeit ist beeindruckend. Ihr werdet wirklich ein ausgezeichneter Diener. Eine Schande, dass ihr so stur seid. Tötet ihn. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich draufgehen, weil so viel Kraft haben wir jetzt nicht mehr. Ihr langweilt mich, Knabe. Und mir geht der Trunk aus. Setzen wir dieser Farce ein Ende. Oh oh. Der Fettsack runter. Okay. Ja, aber irgendwie geht das gar nichts. Oh. Okay, aber gucken, wie wir ihn da aufhalten können. Na, aber über ihn rüberhüpfen kann ich jedenfalls. Das ist schon mal gut. Ei! Wir haben seine Boxen. Guck mal, die Energie fällt direkt auf meinen Kopf. Perfekt ist das denn. So, du blöder, fetter König. Ich danke euch, Krieger. Die Untertanen des Bürgermeisters töteten mich fast. Die Stadt ist jetzt sicher. Ich muss weiter und zurückholen, was mir genommen wurde. So, Kapitel 2. Werden wir uns das nächste Mal anschauen. Danke euch fürs Zuschauen. Mal sehen, was das Spiel noch zu bieten hat. Bis jetzt leider noch nicht so viel. Das kann also gut sein, dass ich es gar nicht zu Ende spielen werde. Mal sehen. Aber erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.